Heute zeigen wir euch Ford Focus ST. Er hat ein Windfahrwerk bekommen. Es ist das Orange, der Orange Pearl Dreischicht. Wisst ihr sicher, welche Farbe die SS meistens in dieser Farbe sind. Das Auto ist wirklich sehr tief geworden. Wir haben jetzt festgestellt, dass er oben an der Radlaufkante vorne angekommen wird. Und jetzt müssen wir Bördle wird leider nicht Gold lackieren, weil der Lack ist jetzt schon bereits gerissen, weil das Rad zwei, dreimal heftig aufgesetzt ist. Jetzt müssen wir dort, die Kotflügel schön bördeln, klopfen. Das Spengler macht hier tiptop schöne Kantle. Und dann müssen wir, so wie es aussieht, Türen beilagieren und Stoßstangenecken beilagieren, ausspritzen, damit der Farbton stimmt, weil bei diesen Dreischichten ist es immer ein bisschen heikel. Kommen wir mal wieder. Also, das war das gute Stück der Begierde. Wiedersehen. Neues Gewind. Hall und her. Jetzt ist das Problem, da oben an dieser Kante kommt er an. Und wie ihr seht, ist die Kante bereits schon ein bisschen verwelkt und verformt, weil das Rad ist schon ein bisschen heftig. Also ja, wirklich, ist tief. Felgenhorn ist hier, die Pneu ist drin. Er steht wirklich wie ein Eins hier. Werdet das dann sehen am Schluss, wenn er fertig ist. Jetzt müssen wir hier schön umlegen, klopfen schön, damit die originale Form aber erhalten bleibt. Dann müssen wir den Radkasten innen durchschneiden. Dann müssen wir den weiter rauf machen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben fürs Rad. Und dann werden wir sehr wahrscheinlich noch hier die Löcher noch zu machen. Wenn wir die Flügel eh schon machen, das hat der Kunde sich gewünscht. Dann müssen wir eben die Türen beilagieren und hier beilagieren, weil ihr seht, das ist so ein bisschen mit Pearl drinnen und so. Ist eine relativ heikle Farbe. Check it out. Ab hier, das ist ja, er kommt hier an, hier ein bisschen. Also ab hier ganz langsam reingeht, dann ein voll dünnes Blatt und hier wieder langsam rauskommt. Dann haben wir den Teil, der jetzt am Anfang ist, der noch nicht gut ist. Damit wir hier die Form erhalten behalten und hier unten noch ein Auto falls das hat. Ist das gut? Ja, ist gut. Kommst du das an? Ja, auf jeden Fall. Das ist gut. Nein! Filmst du die Fachmann? Erste Seite ist geklopft. Wie ihr seht, von außen sieht man nicht einmal gross etwas. Schlägt die Kante schön rein und dann ist sie wie ein Stückchen Papier drin. Und da kommt sie langsam wieder raus. Damit hier der Abschluss wieder schön ist zu der Stoßstange. Da ist sie hauchdünn. Seht ihr, ist weich jetzt ein bisschen. Aber das muss so sein. Jetzt haben wir natürlich hier wieder einen halben Zentimeter gewonnen am Platz. Ja, wo das Rad schön innen durchlaufen kann. Und jetzt machen wir die andere Seite. Wir haben leider einen kleinen Teil vergessen zu filmen. Wegen dem Emblem, das wir dazu geschweißt haben. Ja, die Börde sieht so aus, das ist jetzt mittlerweile gut. Schöne dünne Kante. Zeigen wir dann auch nochmal auf dem Lift. Aber es kommt nicht mehr an, wegen dem steht das Auto jetzt auf dem Boden. Jetzt müssen wir die Karosserie machen. Und wie gesagt, die Türen wird beilagiert. Vorne durch müssen wir beilagieren. Und jetzt gehen wir dran. Jetzt ist es so, jetzt haben wir hier gespachtelt. Es ist spörtelt alles. Tipptopp die Formen. Jetzt könnte man rein theoretisch Füller drauf machen schon, aber um wirklich absolut die perfekte Ergebnisse rausholen, machen wir jetzt noch mal schnell ein bisschen Sprühspachtel drauf. Durch Spritzen ist das gleichmäßiger nachher drauf und dann kannst du nachher mit dem Klotz schön schleifen und dann ist überall gleichmäßig Material drauf und du hast gleichmäßig abtragen. Jetzt machen wir den Sprühspachtel noch schnell drauf, schleifen ihn dann mal und dann wird er gefüllert. Jetzt haben wir ein tiptop Ergebnis und dann kommt es nachher am Schluss überglücklich und mehr auch. Die Fremdauto, hä? Schon tief, hä? Pamplemousse. Pamplemousse, Pamplemousse. Eins Rätsel an Zuschauer. Was heisst Pamplemousse? Dagi, was heisst Pamplemousse? Hä? Weißt du es? Alles ist vorbereitet. Wie ich euch schon gesagt habe, das ist eine Dreischicht-Perlagierung. Ist ein bisschen eine Herausforderung. Das lassen wir jetzt wohl den Herr Doktor Ümitler machen. Mal mit der Pistole heute. Da wird er einen schönen Spritz machen. Dreischicht muss man zwei Farben ineinander ausspritzen und noch ein Kabel drauf. Wir gehen raus vor die Kabine schauen. Das, was er jetzt hier gespritzt hat, das ist der sogenannte Color Blend. Der Color Blend, den er jetzt gerade vorher gespritzt hat, jetzt seht ihr, jetzt tut er den Ausspritz rein machen. Pearlschicht sind ja zwei Farbtöne und dort tut er den Grundton spritzen. Der Grundton ist unmetallisiert.
Das ist eben der sogenannte Color Blend, wo man jetzt sehr spritzen tut, damit nachher, wenn du Basisfarbe spritzen tust, dass es fließend einen schönen Übergang gibt. Und wenn du ja nur Basisfarbe spritzen tust, dass du dann gegen einen Schluss, dass du noch zerstört und zernebeln tust, aufgestellte Pigmente hast von der Farbe. Oder? Wenn du das durch den Color Blend spritzen, damit wirklich alles nass ist und Pigmente und alle schön aufgenommen werden, damit du wirklich einen schönen, verlaufenden, fließenden Spritz hast. Wir dürfen immer ja nur beilagieren. Doch, ihr seht das auf dem Video, ist ja hier alles so ein bisschen milchig. Das ist eben der Color Blend. Jetzt haben wir hier die Basisfarbe, den Grundton, einfach ausgespritzt in den Color Blend rein. Topflügel komplett, da haben wir ja eben Börlet, das Loch zugeschweißt, alles. Genau dasselbe in die Stoßstange rein, leicht ausgespritzt. Jetzt lassen wir das komplett trocknen. Und dann machen wir hinten wieder noch den Color Blend machen und gehen mit dem Effekt, mit dem Perlen, ein bisschen drüber, wenn wir jetzt mit dem Grundfarbton gegangen sind. Und dann wird das ein bisschen nach hinten schön fließend verlaufend auslaufen und wir haben überall einen perfekten Farbton gegeben, also eine Differenz. Und jetzt noch einen Effekt drauf und dann haben wir den Perl-Reinschiff klarer drauf. Jetzt habe ich mal etwas ganz Interessantes, wo viele Leute ja nicht glauben haben, dass auf einer Stoßstange zu Kotflügeln viel mehr so Farbton-Differenz da ist, obwohl es mit der gleichen Farbe gespritzt worden ist. Nein. Weil einfach auf dem Grundstoff die Farbe anders kommt. Das ist die gleiche Farbe. Schaut mal die Farbdifferenz an, obwohl sie in einem gespritzt worden ist. Seht ihr, wie dunkler das ist wie der Kotflügel? Das ist der Beweis, dass es einfach so ist, dass eine Stoßstange ab Weg, je nachdem, eine Farbtonabweichung hat zum Blechteil. Alles hat ein Ende. Auch der gute Fokus wird einmal zu Ende sein. Wie ihr seht, er ist fertig lagiert. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, wie gut das Farbe geworden ist. Es war heikel, aber wir haben das anbekommen. Wie ihr seht, auf der Seitenwand null Farbdifferenz. Jetzt geht es darum, noch schnell ein bisschen Finish machen, zusammenbauen. Dann würde ich sagen, gibt es wieder einmal einen Hammer Carbon für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Auto finde ich persönlich wunderschön, sehr tief, gefällt mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.